Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Basisfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja Leute, was ist passiert? Die Seite 20 Minuten aus der Schweiz hat mal wieder eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich bitte nicht alleine antun kann, sichere ich wer mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn da nochmal raushauen würdet, gleiches Geld auch für meine Kooperationspartnerin Autismus am Brückenkanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr meine Comics selber geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und ich kann euch schon mal verraten, um was heute gehen wird. Kommen wir aber erst zu dem Titel des Videos, der den Titel trägt. Kanton Bern oder Oralverkehr mit Ex-Patient. Ärztin arbeitet trotz Tätigkeitsverbot. Trotz Tätigkeitsverbot. Also illegale Arbeit sozusagen. Aber gut, bevor wir mit Spekulationen kommen, fangen wir dann drumherum. Los geht's. Bis vor das Bundesgericht ging eine Ärztin aus dem Kanton Bern gegen ein Tätigkeitsverbot vor. Ohne Erfolg. Dennoch arbeitet sie aktuell bei den universitären psychiatrischen Diensten. Aber wenn sie ja noch aktuell bei den universitären psychiatrischen Diensten arbeitet, dann hätte doch der Arbeitgeber von dieser ganzen Sache eigentlich Bescheid haben müssen, oder etwa nicht? Anscheinend sei mittlerweile alles egal geworden. Hauptsache, die Arbeitsplätze sind besetzt. Kann man sich nicht ausdenken. Und hier sehen wir vier Bilder. Auf dem ersten Foto steht die Frau, die heute bei den UPD arbeitet, also der Universitären Psychiatrischen Dienst, betreute den Jugendlichen, um den es ja gleich gehen sollte, ab 2014, als sie selber Anfang 40 war. Und zu dem Jugendlichen kommen wir ja gleich. Denn auf dem zweiten Foto sehen wir hier die Universitäre Psychiatrische Dienste Bern. Da wurde die Frau wegen versuchter Nötigung, sexueller Nötigung und Missbrauchs einer Notlage rechtskräftig verurteilt. Und die durfte trotzdem dort weiterarbeiten. Trotz Tätigkeitsverbot. Ein Skandal. Die Frau betreute demnach ab 2014, sie war damals selber Anfang 40, rund 2 Jahre lang einen Jugendlichen im Autismus-Spektrum im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton Freiburg. Laut Berner Zeitung verliebte sich die Frau in den jungen Mann, der zu der Zeit gerade volljährig wurde, und wollte eine sexuelle Beziehung mit ihm eingehen. Der Patient weigerte sich aber. Autismus ist keine Krankheit. Kommt, ich bin Patient an. Das ist falsch. Weiter geht's. Seit 2018 arbeitet die Frau bei den UPD als Assistenzärztin in der Erwachsenenpsychiatrie. Es ist unklar, ob man bei der Einstellung der Frau vom damals laufenden Verfahren wusste. Gegenüber der Berner Zeitung lassen die UPD verlauten, man habe Kenntnis vom Verbot und auch vom Urteil des Bundesgerichts. Die Situation sei sorgfältig geprüft worden. Ja. Zwar sorgfältig geprüft worden, aber dennoch, um die Arbeitsplätze irgendwie voll zu behalten, hat man diese Frau einfach dort arbeiten lassen. Hauptsache, die Arbeitsplätze sind besetzt. Weiter geht's. Darum geht's in diesem Artikel. Und das sehen wir im hellblauen Kasten. Erstens, weil sie einen damals 18-Jährigen unter anderem sexuell nötigte, wurde eine Frau Anfang 40 entlassen. Bekam aber trotzdem einen neuen Job. Just saying. Zweitens, 2019 wurde sie mit einem Tätigkeitsverbot belegt. Drittens, wie Recherchen der Berner Zeitung ergaben, arbeitet sie aktuell bei den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern. Sagte ich doch. Und viertens, ihr Arbeitgeber und der Kanton Bern kennen die Situation. Die Frau stehe deshalb unter strenger Aufsicht. Also unter Auflagen. Und wenn man gegen die Auflagen verstößt, dann wird aus der Bewährung zu einer Haftstrafe umgewandelt und dann darf man hinter schwedischen Gardinen sitzen. Aber gut, lesen wir weiter.
bei den universitären psychiatrischen Diensten in Bern, kurz UPD, arbeitet eine Assistenzärztin, die wegen versuchter Nötigung, sexueller Nötigung und Missbrauchs einer Notlage rechtskräftig verurteilt wurde. Der Frau wurde ein 10-jähriges Verbot erteilt, das ihr jegliche berufliche und nicht berufliche Tätigkeit untersagt, die regelmäßigen Kontakt mit besonders schutzbedürftigen Erwachsenen erfordert. Dies ergaben Recherchen der Berner Zeitung. Ja. Also, sollte sie wieder einmal einen jungen Erwachsenen irgendwie sexuell verführen, dann wird die Bewährung widerrufen und dann geht's ab hinter Gittern. Ganz klar. Hashtag Bewährungsversager. Genau wie unser Drachenlord. Weiter geht's. Die Frau betreute demnach ab 2014, sie war damals selber Anfang 40, rund 2 Jahre lang einen Jugendlichen im Autismus-Spektrum im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton Freiburg. Laut Bericht verliebte sich die Frau in den jungen Mann, der zu der Zeit gerade volljährig wurde, und wollte eine sexuelle Beziehung mit ihm eingehen. Der Patient weigerte sich aber. Noch einmal, Autismus ist keine Krankheit und hört auf, euch zu wiederholen. Ich wusste doch, ich hätte die Zeilen unter den Bildern gar nicht lesen brauchen. Aber was soll's. Ja, von ihrer Seite aus wollte sie eine sexuelle Beziehung mit ihm eingehen. Von seiner Seite aus hingegen kein Stück. Aber gut, lesen wir einfach weiter, komm. Ärztin schickt monatelang E-Mails und SMS. Als die Mutter des Jugendlichen schwere Vorwürfe gegen die Ärztin erhob, so die BZ weiter, verlor diese ihre Stelle. Zu sexuellen Handlungen kam es, als die Ärztin ihn nicht mehr behandelte. Die Rede ist von Oralverkehr bei 2 Gelegenheiten. Einmal davon habe er ihr das angeboten. Im späteren Strafverfahren sagt er aus, dass er dies in der Hoffnung getan habe, sie würde ihn dann endlich in Ruhe lassen. Ohne Erfolg. Die Ärztin schickte dem jungen Mann noch 1 Jahr später ständig E-Mails und SMS und rief ihn immer wieder an. 2019 wurde sie zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Ein 10-jähriges Tätigkeitsverbot wurde verhängt. Also 10 Jahre lang darf sie nun mal nicht in solchen Einrichtungen beschäftigt sein. Aber unter strengen Auflagen wird sie halt trotzdem beschäftigt und streng bewacht. Und sollte sie nochmal so etwas machen, dann ab hinter Gitter mit ihr. Weiter geht's. Sie zog das Urteil bis vor das Bundesgericht weiter, erfolglos. Das Tätigkeitsverbot ist seit 2021 in Kraft. Ach nee. Also hatte sie noch 2019 bis 2021 noch die Möglichkeit gehabt, offiziell noch auf Jobsuche zu gehen, ohne dass man sofort abgelehnt wird wegen der Sache. Aber es geht ja noch weiter. Seit 2018 bei den UPD angestellt. Seit 2018 arbeitet die Frau bei den UPD als Assistenzärztin in der Erwachsenenpsychiatrie. Es ist unklar, ob man bei der Einstellung der Frau vom damals laufenden Verfahren wusste. Gegenüber der Berner Zeitung lassen die UPD verlauten, man habe Kenntnis vom Verbot und auch vom Urteil des Bundesgerichts. Die Situation sei sorgfältig geprüft worden. Ja. Aber man wollte ja unbedingt alle Arbeitsplätze besetzen. Und deshalb habt ihr es trotzdem getan. Aber lesen wir weiter. Die Anstellungsbedingungen seien entsprechend angepasst und den zuständigen Behörden bekannt, unter anderem der Bewährungshilfe. Die Bedingungen seien mit dem Urteil des Bundesgerichts konform, weil die Frau unter engmaschiger Aufsicht stehe. Die Frau habe sich als zuverlässige und fachlich kompetente Ärztin bewährt. Ja, solange man als zuverlässig und fachlich kompetent bewiesen hat, ist ja alles okay. Aber das entschuldigt nicht das, was sie vorher getan hat. In keinster Weise. Weiter geht's. Auch das kantonale Gesundheitsamt hat laut Bericht kein Problem mit der Anstellung. Das Verbot der Ärztin sei so definiert, dass es nur psychiatrisch-ärztliche Tätigkeit im Umgang mit verletzlichen erwachsenen Personen umfasse. Also, um
es in deren Logik nochmal zusammenzufassen, diese Ärztin darf zu dieser Zeit, in der sie ein Tätigkeitsverbot erhalten hat, keine Kinder und Jugendlichen im Autismus-Spektrum als auch andere neurodivergenten Menschen betreuen. Und jetzt kann ich nur Folgendes sagen. Was soll ich dazu auch sagen, Leute? Also wir haben hier ein Artikel, welches auch wieder sprachlos macht. Und solche Straftaten zum Nachteil eines im Autismus-Spektrum ist einfach nur asozial und einfach nur ekelhaft. Einfach ein junger Mann, der kein Sex wollte, zum Sex zu zwingen. Also, ich bin echt sprachlos, Leute. Ihr merkt es, Leute. Und jetzt meine Frage an euch. Was haltet ihr zu diesem ekelhaften Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, Meinung etc. pp. Ihr kennt es ja. Und morgen gibt es ein weiteres Video. Ich werde mal sagen. Ciao, Leute.